CES Walldorf aus dem Herzen der Gemeinschaft. Willkommen bei CES Walldorf, einer gemeinnützigen Organisation in Bogotá, die sich dafür einsetzt, das Leben der Familien in Sierra Morena durch Walldorf-Pädagogik zu verändern. Wir von CES Walldorf glauben an das Potenzial in jedem Menschen, die Armut zu überwinden und ein würdevolles Leben zu leben. Unser ganzheitlicher Ansatz kombiniert frühkindliche Erziehung, aktive Beteiligung der Eltern sowie Erwachsenenbildung und ist auf die künstlerische und persönliche Entwicklung ausgerichtet. Von unserem Kindergarten bis zur Erwachsenenbildung arbeiten wir daran, die Gemeinschaft zu stärken und eine bessere Zukunft für alle zu fördern. Kommen Sie zu uns und entdecken Sie, wie unsere innovative Methodik und unser soziales Engagement das Leben vieler Familien verändert. Der Arbeitsansatz. Die Methodik von CES Walldorf basiert auf einer Kombination von sozialen, künstlerischen und pädagogischen Ansätzen. Ganzheitliche Erziehung und Bildung. Das Programm in der CES Walldorf beginnt mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Bildung und Erziehung der Kinder im Kindergarten und dem PAES, Programma de Apoyo Educativo y Social, dem Kinder- und Jugendprogramm der Einrichtung. Die Walldorf-Pädagogik basiert auf einem tiefen Verständnis der kindlichen Entwicklung und fördert sowohl das akademische als auch das emotionale und soziale Lernen. Soziale Kunst. Kunst wird als grundlegendes Instrument für die persönliche und gemeinschaftliche Entwicklung eingesetzt und fördert einen ganzheitlichen Ansatz, der über den einfachen, kreativen Ausdruck hinausgeht. Wie die Kunst in diesem Prozess eine entscheidende Rolle spielt, erfahren Sie hier. Kontinuierliche Weiterbildung. Die MitarbeiterInnen der CES Walldorf nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, die nicht nur pädagogische und methodische Aspekte abdecken, sondern auch Bereiche wie Entwicklungspsychologie, Kunst und Community Management. Diese Fortbildungen dienen der Aktualisierung und Erweiterung der Fähigkeiten und Kenntnisse der Fachkräfte. Dialog und Begegnung sind grundlegende Prinzipien, die die Interaktionen sowohl innerhalb der Einrichtung als auch in der Gemeinschaft leiten. Diese Konzepte sind essentiell, um starke Beziehungen aufzubauen, gegenseitiges Verständnis zu fördern und einen bedeutenden Beitrag auf die persönliche und gemeinschaftliche Entwicklung zu erreichen. Im Folgenden wird beschrieben, wie diese Prinzipien im Kontext der CES Walldorf angewendet werden. Die verschiedenen Programme. Preis. Das pädagogische Angebot bietet eine ganzheitliche Betreuung von Kindern und Jugendlichen, indem es familiäre und gemeinschaftliche Räume schafft und Lernprozesse anregt. Je mehr sich diese auf den Alltag der Kinder und Jugendliche auswirken, desto würdiger gestalten sich zunehmend auch ihre Lebensbedingungen zu Hause und in der Gemeinschaft. Zu den angebotenen Aktivitäten gehören Kunst, Handarbeit, Musik, Zahlen und Buchstaben und Theater, die jeweils darauf abzielen, spezifische Fähigkeiten zu entwickeln und das persönliche und soziale Wachstum der Kinder und Jugendlichen zu fördern. Diese Aktivitäten bereichern nicht nur den Bildungsprozess, sondern helfen den Kindern auch, das Gelernte in ihrem täglichen Leben und in ihrer Interaktion mit der Gemeinschaft anzuwenden. Kindergarten. Der auf den Grundsätzen der Walldorf-Pädagogik basierende Kindergarten ist darauf ausgerichtet, das ganzheitliche Wohlbefinden von Kindern im Alter von 2 bis 4 Jahren durch Kunst und Spiel zu fördern. Dieser sozialpädagogische Ansatz bezieht die Eltern aktiv mit ein und beteiligt sie an pädagogischen Prozessen, die ihre individuelle Entwicklung stärken. Durch die Übung von Freiheit, Fantasie und gemeinsamer Verantwortung fördern die Angebote im Kindergarten die Anerkennung der Rechte und der Würde eines jeden Familienmitglieds und tragen zur Entwicklung intakten und liebevoller Familien bei. Frauengruppe. In der CES Walldorf spielt die Frauengruppe eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung und Stärkung des auf der Walldorf-Pädagogik basierenden Bildungsprogramms. Diese Gruppe setzt sich aus Müttern und Frauen aus der Gemeinde zusammen, die sich aktiv an verschiedenen Aktivitäten und pädagogischen Prozessen beteiligen.
Die Frauengruppe ist an Aktivitäten beteiligt, die über den Bildungsbereich hinausgehen und zur Schaffung eines unterstützenden und kooperativen Umfelds beitragen. Ihre aktive Teilnahme an Arbeitsgruppen, Treffen und Veranstaltungen stärkt ihre Rolle in der Gemeinschaft und im Bildungsprozess ihrer Kinder. Erwachsenenbildung. In der CES Walldorf gibt es samstags ein Angebot der Erwachsenenbildung, um Personen, die die Grund- oder weiterführende Schule frühzeitig oder ohne Schulabschluss verlassen haben, die Möglichkeit zu geben, ihre Schulbildung fortzusetzen oder abzuschließen. Das Angebot folgt den Grundsätzen der Waldorfpädagogik und wendet Lehrmethoden an, die eine ganzheitliche Entwicklung, Kreativität und kritisches Denken fördern. Neben der akademischen Bildung bietet das Programm persönliche Unterstützung und pädagogische Unterstützung, um das Lernen zu erleichtern. Durch diese Initiative verbessert CES Walldorf nicht nur die Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für einzelne Erwachsene, sondern stärkt auch die Gemeinschaft als Ganzes, indem persönliches Wachstum und soziale Mitverantwortung gefördert wird.